Treu trifft. Thomas Reunert spricht mit Menschen, die was zu sagen haben. Glückwunsch zu Ihrem brandneuen Buch, der Pakt gegen den Papst. Untertitel: Franziskus und seine Feinde im Vatikan. Stimmt das tatsächlich alles, was da drin steht? Oder könnte es auch sein, dass da irgendwas von sein könnte? Also sagen wir es mal so, die Frage, ob ein Papst gefährlich lebt und ob es gegen ihn Angriffe gibt, erledigt sich eigentlich von alleine, weil die letzten 4 Päpste haben entweder einen Mordanschlag überlebt oder sind aus dem Amt gedrängt worden. Also Paul VI. Hat den Mordanschlag in Manila auf den Philippinen knapp überlebt. Johannes Paul I. ist unter ungeklärten Umständen gestorben. Das endete damit, dass die Polizei Interpol wegen Mordes ermittelte. Johannes Paul II. Hat 2 Mordanschläge überlebt, einen in Rom, einen in Fatima, und Benedikt XVI. Ist aus dem Amt gedrängt worden. Also dass Päpste gefährlich leben und dass Leute gegen sie agieren, das liegt auf der Hand. Das ist unbestreitbar. Aber mit Sätzen wie eine ganze Reihe von Päpsten waren aus heutiger Sicht Verbrecher. Und für Menschen, die ganz konkret anpackten, um Armen und Kranken in Not zu helfen, war lange im Vatikan kein Platz, macht man sich ja wahrscheinlich nicht wirklich nur Freunde unter den Anhängern und Angestellten des katholischen Glaubens. Oder auch mit der Perspektive, die Kirche geht unter. In 1 oder 2 Generationen wird sie in Europa, Teilen Amerikas und Ozeaniens keine Rolle mehr spielen. Ja, also wenn Sie, ich habe nicht nur Freunde im Vatikan, das ist unbestreitbar, das stimmt. Aber mein Job ist ja auch, das zu beschreiben, was passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war bei diesem Buch natürlich so, jetzt mal unter uns, ich hatte mich sehr deutlich geoutet. Also ich hatte, als Benedikt zurückgetreten ist und Franziskus gewählt wurde, ein Buch geschrieben, das heißt Franziskus Zeichen der Hoffnung. Und damit war ich eigentlich auf der Stelle der am meisten gehassten Gegner der alten Ratzinger-Freunde, die ja alle noch im Vatikan waren. Also die gesagt haben, wie kann der Typ ein Buch Zeichen der Hoffnung nennen? Was war denn das dann vorher? Zeichen der Verzweiflung oder was? Das geht doch nicht. Und deswegen hatte ich eigentlich von Anfang an sehr viele verschlossene Türen von Leuten, die gesagt haben, also mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Das war eigentlich ganz einfach. Und es wurde dann, als sich dieser Pakt gegen den Papst immer deutlicher wurde, also als immer deutlicher wurde, dass wirklich eine gut organisierte Gruppe gegen ihn agierte, zum ersten Mal eigentlich seit Jahrhunderten. Also nur ein Beispiel, die haben ja über Nacht Hunderte von Plakaten in Rom aufgehängt, illegal, die diesen Papst beschimpften. Und die Polizei hat am nächsten Tag gesagt, also so eine gute Logistik, dass jemand Hunderte von Plakaten aufhängen kann, ohne dass wir einen einzigen Zeugen haben, das muss eine super Organisation gewesen sein. Das kann einer alleine gar nicht sein. Das stecken Leute dahinter, die massive Interesse hatten und die sehr gut organisiert versuchen, diesen Papst aus dem Amt zu drängen. Ja. Aber wo wir zu den Tätern kommen, es gibt ja sogar noch einen ganz aktuellen Bezug zur Tagespolitik. 2016 hat Franziskus gesagt über Trump, er sei kein Christ, der Zäune baue statt Brücken. Und er übte Kritik am Kapitalismus. Finanzieren im Moment Amerikaner oder amerikanische Kräfte auch die Destabilisierung des Papstes? Also es hat sehr lange eine ganz massive Angriffe aus den USA gegen den Papst gegeben. Das sage nicht ich, das sagt Franziskus selber. Der hat im Flugzeug auf dem Weg nach Afrika zu uns gesagt, wenn die Amerikaner mich kritisieren, dann ehrt mich das. Also der weiß, dass sie ihn destabilisieren. Er weiß natürlich, dass er mit dieser ständigen Kapitalismuskritik und dieser ständigen Trump-Kritik zu sagen, wir müssen Menschen ins Land lassen, Leute, die Zäune bauen, sind keine Christen. Das war natürlich ein massiver Eingriff schon in den Wahlkampf damals. Und natürlich auch immer mit diesen ganzen deutlichen Attacken gegen den Kapitalismus, dass er sagt, also der Kapitalismus produziert die falschen Produkte. Kein Mensch braucht ein Auto, das 500 PS fährt. Die westlichen Zivilisationen benutzen Menschen wie Waren. Der Kapitalismus wirft die Leute weg. Es gibt eine neue Sklaverei. Das alles ist natürlich bei amerikanischen Katholiken äußerst auf äußerste Kritik gestoßen. Ich kann das auch verstehen. Ich habe viele Freunde in den USA, die sagen, dieser neue Papst in Rom, der redet ständig über Arme, der redet ständig über die armen Kerle, die irgendwie im Mittelmeer sterben. Das ist ja auch alles schlimm. Aber wann redet er mal über mich? Ich bin ein ganz normaler, anständiger Katholik. Ich zahle meine Steuern. Ich betrüge meine Frau nicht. Ich schlage meine Kinder nicht. Aber nie sagt der Papst mal diese ganz normalen Katholiken, die am Sonntag in die Kirche gehen, die Steuern nicht bescheißen, sondern die Kirchensteuer bezahlen. Warum sagt er nicht mal, die sind wichtig? Nein, über mich redet er nie. Und diese Stimmung
in den USA, aber in weiten Teilen Europas auch, auch in Mexiko, vor allem des Establishments in Lateinamerika, die gesagt haben, also dieser Mann ist völlig untragbar, der macht das ganze Papsttum kaputt. Das führte natürlich dazu, dass es massive Organisationen gab. Es gibt in der Nähe von Rom ein Priesterseminar, die bilden Priester aus, um gegen den Papst zu agieren. Das ist eine amerikanische Stiftung. Und es gibt Priester, die weigern sich im Hochgebet der katholischen Kirche, wenn man betet, wir beten für unseren Papst, für den Papst zu beten. Die sagen, das machen wir nicht. Es gibt zwar disziplinarische Maßnahmen, aber die Opposition ist schon gewaltig. Das sind dann auch die, von denen Sie sagen, dass der Papst der Einzige ist, der mit Männern regieren muss, die nur dafür ausgebildet werden, ihn zu verhindern und zu bekämpfen? Ja, das ganz Besondere, Sie haben völlig recht, das ist der springende Punkt an diesem Pontifikat. Es hat noch nie einen Papst gegeben, der mit einer Kurie arbeiten musste, die dafür ausgebildet wurde, Leute wie ihn zu verhindern. Also es gibt ein ganz simples Beispiel, sein wichtigster Gegner ist Kardinal Raymond Leo Burke. Der hat in einer ganz kleinen Diözese in den USA, war der Bischof, der zählte gar nichts. Dann hat Wojtyla den entdeckt, weil er ein Kommunistenhasser allerersten Ranges war, hat den befördert, der wurde Bischof von St. Louis. Benedikt hat ihn dann entdeckt, hat gesagt, das ist ja super, der bekämpft die ganzen Linken in Amerika, auf dem ganzen amerikanischen Kontinent, super, macht ihn zum Chef aller Richter im Vatikan, so ein hohes Amt hatte noch nie ein Nicht-Europäer. Und der war sein ganzes Leben lang ausgebildet worden, um solche Leute wie Bergoglio fertig zu machen. Und jetzt wird dieser Mann Papst. Verstehen Sie, von Anfang an gab es einen gut organisierten Apparat im Vatikan, die gesagt haben, dieser Mann muss weg. Ich habe so den Eindruck, Sie stehen auf Franziskus. Aber Sie sagen auch, Franziskus hat keine Angst. Ihn zu hintergehen kann üble Folgen haben. Und es sei, als ob ein richtig guter Kumpel von Jesus von Nazareth im Vatikan eingezogen wäre. Haben Sie selber so ein Gefühl der Nähe zu ihm auch? Ja, natürlich. Also das fing eigentlich von Anfang an. Also ich weiß auch genau, ich habe die Päpste immer mit ihrem Titel angesprochen. Also ich habe immer gesagt, Heiliger Vater. Als ich zum ersten Mal im Flugzeug zu Franziskus Heiliger Vater sagte er zu mir, na, wie läuft's denn so, Heiliger Sohn? Also der kann mit diesem Titel überhaupt nichts anfangen. Überhaupt nichts. Das ist ein bescheidener, er wirkt auf den ersten Blick immer so ein bisschen, als wäre es ihm peinlich, dass er der Papst ist. Also er sagt dann immer so, ach, ich bin auch nur ein ganz normaler Christ, ich bin auch nur ein Katholik, aber dass er da unheimlich viel angepackt hat und dass er da wahnsinnig viel bewegt hat, das ist also ganz unbestreitbar. Das ist, das merken wir hier im Vatikan, also ununterbrochen. Also der bewegt jetzt die ganze letzte Woche, das ging ununterbrochen eigentlich um einen Finanzskandal nach dem anderen und er hat dann etwas getan, das wird epochal sein. Ich bin gut im Vorhersagen, ich habe den Rücktritt von Benedikt vorhergesagt. Das wird ein epochaler Einschnitt in der Geschichte der Kirche sein, weil er hat zum ersten Mal den ganzen einzelnen Ministerien im Vatikan, zum Beispiel dem Staatssekretär, ihre Kassen weggenommen. Die hatten schwarze Kassen, insofern nicht illegale Kassen, sondern Kassen, über die keiner redete. Und in der Kasse des Staatssekretariats waren so ungefähr 800 Millionen Euro drin. Das ging nicht um ein paar Mark. Und diese Kassen sind der zentralen Organisation des Papstes zugeschlagen. Damit haben die ihre Macht verloren. Die können Leute nicht mehr bezahlen, die können ihre Klientel, ihre Unterstützer. Das ist ein für den Vatikan absolut epochaler Einschnitt. Jetzt kommen wir mal zu den tatsächlich über vermuteten Häschern des Papstes. Und da haben Sie ja gerade eine ganze Liste im Auge. Das sind einmal die Priester, die sich für zu gebildet halten, um in einer normalen Gemeinde Drecksarbeit zu machen. Adelige, die den Papst verabscheuen, Lobbyisten, die mit dem Vatikan weiterhin illegale Geschäfte machen wollen und die homosexuellen Lobby, die nicht will, dass ihre Macht gebrochen wird. Das Letzte verstehe ich jetzt überhaupt nicht, weil ich denke immer, Franziskus hat überhaupt nichts gegen Schwule. Nein, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist in der Tat sehr schwer zu verstehen. Also es hat im Vatikan in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder homosexuelle Menschen gegeben, das ist ganz klar. Das hat sich dann seit in den letzten Jahrzehnten eigentlich eher noch verstärkt. Aber das Problem ist, bei ganz vielen Menschen, die im Vatikan sind und homosexuell sind, die wollen das nicht zugeben, die wollen das gar nicht sein. Die wissen sich selber dafür, dass sie homosexuell sind und bekämpfen homosexuellartige Lobby, insofern, als dass sie sich gegenseitig helfen, aber alles absolut unter der Decke halten. Es darf nicht darüber gesprochen werden, ist ein Riesenproblem. Und der Papst ist, glaube ich, der Erste, der zum ersten Mal das ausgesprochen hat. Er hat gesagt, wir haben eine homosexuelle Lobby im Vatikan, wir haben damit ein großes Problem und wir müssen mal darüber reden,
wo die eigentlich Einfluss nehmen und auf welche Art und Weise. Und er war ja auch der ganz epochal nach 2000 Jahren die Doktrin der katholischen Kirche umgekehrt hat und gesagt hat, wir müssen uns für das, was wir Homosexuellen angetan haben, entschuldigen. Das ist ja ein epochaler Wandel. Bisher haben alle Päpste immer gesagt, homosexuelle Menschen leben gegen Gottes Gebote. Und der hat dann einen Schritt gemacht und hat gesagt, nein, wir liegen, sind 2000 Jahre, haben wir falsch gelegen. Können wir denn überhaupt das Verhältnis von Franziskus zur Sexualität so zusammenfassen, dass wir sagen, ihn interessiert einfach nicht, was unter der Bettdecke der Mitglieder passiert? Ja, das ist völlig richtig. Da haben Sie vollkommen recht. Also es ist der springende Punkt ist, dass die Päpste vorher, sowohl Benedikt XVI., aber auch Johannes Paul II. Und Paul VI. Mit seiner Pillenenzyklika damals immer wieder über Sexualität unter Katholiken geredet haben, dass immer wieder um dieses Thema ging. Und dieser Papst hat als erstes gesagt, das ist mir egal. Es kann doch in der Kirche, in der Geschichte der Kirche, in unserer Doktrin, in unserer Moral nicht ständig nur darum gehen, wer mit wem aus welchem Grund ins Bett geht. Lass die doch machen, sondern lass uns mal über Dinge reden, die wirklich wichtig sind. Über Armut, über Sklaverei, über Menschenhandel, über Prostitution, über Menschen, die in den Abgrund getrieben werden, über die Zustände, wie sie auf Lesbos geherrscht haben, also über all das, was wirkliche Probleme sind, statt jetzt darüber nachzudenken, gut, zwei Menschen haben sich ineinander verliebt und gehen miteinander ins Bett und sind nicht verheiratet, so what? Also das ist ja auch dieser Ruck. Und was ich ganz toll finde an diesem Papst, das erlebe ich also aus der Nähe häufiger, er gibt immer Ehetipps. Wenn man ihn dann fragt, seine Heiligkeit, warum geben Sie denn eigentlich Ehetipps? Sie waren noch nie verheiratet. Er sagt, ich hatte ja mal eine Freundin in Argentinien. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, diese Ehetipps sind super. Also er sagt zum Beispiel immer eine Sache, die finde ich wirklich gut und ich finde, die sollte man auch beherzigen. Er sagt immer, wenn also Ehepaare, die haben eine silberne Hochzeit oder eine goldene Hochzeit, aber sie kommen dann in die Audienzen und dann sagt er immer, wisst ihr was, ich muss euch was sagen. Wenn ihr gestritten habt, dann geht bitte nie im Streit abends schlafen. Das ist nicht gut. Ihr müsst euch immer bevor dem Schlafen gehen versöhnen, sonst ist auch der nächste Tag im Eimer. Versöhnt euch abends immer. Also solche Sachen sagt er immer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Tipps sind wirklich gut. Also er hat da offensichtlich in seiner pastoralen Arbeit so viel mit, auch mit ganz normalen Menschen zu tun gehabt, dass er, also seine Ratschläge finde ich ausgesprochen, okay. Aber auf dieser Häscherliste stehen ja auch noch die Polen und Josef Ratzinger. Ja, also sagen wir so, die Polen waren vom Moment seiner Wahl an gegen ihn. Also ganz klar, weil Johannes Paul II. Hat ganz massiv die Theologie der Befreiung, zu der Jorge Mario Bergoglio gehört, bekämpft. Und es kam dann ja auch zwischen den Polen und diesem Papst zum totalen Krieg. Also der totale Krieg, weil Johannes Paul II. Ist heilig gesprochen worden und einen Heiligen kritisiert ein Papst sowieso nie. Aber es ist auch klar, dass ein Papst niemals seine Vorgänger kritisiert. Ein Papst sagt immer, mein verehrter Vorgänger, das hat Johannes Paul II. Gemacht, der hat immer gesagt, Paul VI. War so genial, Johannes Paul I. war so genial. Also ein Papst sagt nie, mein Vorgänger, der Idiot. Das geht im Vatikan nicht. Und dieser Papst hat jetzt etwas getan, das hat die Polen wirklich absolut gegen ihn aufgebracht. Er hat eine Entscheidung von Johannes Paul II., die sehr umstritten war. Es hat einen Schriftsteller gegeben, intellektuell, ein Pater, der heißt Ernesto Cardenal. Der trat also in die sandinistische Regierung in Nicaragua ein. Und Johannes Paul II. Hat den auf dem Flugfeld in Nicaragua total zusammengeschrien. Eines der berühmtesten Bilder seines ganzen Pontifikates. Und ihn aus der Kirche geschmissen. Der war kein Priester mehr, der war kein gar nichts mehr. Weil der Papst ein Heiliger war, hat auch heilig gesprochen, das hat auch Benedikt XVI. Hat diese Entscheidung nicht gerührt, obwohl dieser arme Ernesto Kardinal mittlerweile als Priester und keiner, der war, dürfte ja kein Priester mehr sein, also als der litt furchtbar darunter, es gab überhaupt keinen Grund mehr, gegen ihn vorzugehen und den hat Franziskus rehabilitiert, hat ihn wieder zum Priester gemacht, hat den Nuntius gezwungen, mit ihm einen Gottesdienst zu lesen und das war nicht ein Ohrfeuerschlag, das war ein Faustschlag in das Gesicht des heiligen Johannes Paul II., weil das zeigte, du hast einen riesen Fehler gemacht und die Polen waren stinksauer, weil sie gesagt haben, also du kannst den Polen an allem rütteln, aber dass Johannes Paul II. Ein Heiliger war. Das ist unverrückbar, dass dieser Papst das gewagt hat, zu sagen, nee, so heilig war der gar nicht, der hat riesen Fehler gemacht. Das war aus ihrer Sicht unverzeihlich. Das war unverzeihlich und damit war Franziskus auch bei ihnen völlig durch. Aber die zweite Gruppe, der soll ja gesagt haben, es sei für einen Gläubigen objektiv besser, katholisch zu sein, um ins Paradies zu kommen. Das ist natürlich eine ziemlich steile katholische und egoistische These, oder? Also das hat er geschrieben, das hat er nicht nur gesagt, also das können Sie nachlesen, das hat er geschrieben, das ist auch seine Meinung. Er hat gesagt, also Jesus von Nazareth hat die Botschaft auf die Welt gebracht, eine Kirche gegründet, die katholische Kirche und wer in der Kirche ist und sich so verhält,
der kommt auch ins Paradies, wenn das alles okay ist. Und Franziskus hat nun genau das Gegenteil getan, hat also in Abu Dhabi eine sogenannte Erklärung der Brüderlichkeit unterzeichnet. Und da steht drin, dass also nicht nur Jesus von Nazareth das Heil auf die Welt gebracht hat und Gottes Willen, sondern andere auch. Also Buddha, Mohammed. Und das ist diametral entgegengesetzt von all dem, was Ratzinger sein ganzes Leben lang geglaubt hat. Abgesehen davon, wie vergiftet diese Atmosphäre zwischen den beiden ist, das zeigte vor allem eins. Es gab einen Kommunikationschef im Vatikan, das war so ein Brasilianer, der hieß Vigano, ein Journalistenkollege von uns beiden. Der hatte also eine ganz simple Idee, der wollte Franziskus aufwerten und hat die Bücher, die Franziskus geschrieben hat, an Benedikt geschickt und gesagt, können Sie nicht ein Vorwort schreiben und mal positiv über die theologische Leistung Ihres Nachfolgers? Und dann schrieb Benedikt zurück, also ich habe keine Zeit, mich mit diesen Büchlein hier zu beschäftigen und ich habe auch keine Zeit, ein Vorwort zu schreiben. Also das will ich alles nicht. Und das war natürlich ein unglaublicher Schlag ins Gesicht seines Nachfolgers. Also erstens von Büchlein zu sprechen, sich dann zu weigern, dieses Vorwort zu schreiben. Also da war schon klar, die beiden, sie hassen sich heiß und innig. Also dieser Film, den es über die beiden Päpste gibt, ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Die Wirklichkeit ist total anders. Okay. Kommen wir mal kurz zu Corona. Stimmt es, dass die strammen Vatikanisten glauben, die Corona-Zahlen in Italien seien beim ersten Mal wirklich zurückgegangen, weil Franziskus in einem Gebet darum gebeten hat? Ja, das stimmt. Es gibt eine, das komischerweise stimmt es wirklich. Also an diesem Abend, als der Papst sich ganz allein auf den Petersplatz gestellt hat, mit der Monstranz in der Hand und zum ersten Mal in der Geschichte den Urbi et Orbi Segen gespendet hat, außerhalb von Ostern oder Weihnachten, das war auch ein unglaublicher Moment, kann ich gar nicht anders sagen. Also lief es auch eiskalt den Rücken runter, aber ich glaube, ich habe da auch zum ersten Mal diese Pandemie kapiert, weil das Osterfest, das hat im Vatikan stattgefunden seit 1800 Jahren, immer und ohne Ausnahme. Völkerwanderung, Kriege, Pest, egal. Nur in diesem Jahr 2020 nicht, konnte der Papst nicht mit Gläubigen im Petersdom feiern. Das machte einfach auch, was für einen historischen Moment wir da erlebt haben. Naja, und natürlich ging tatsächlich nach diesem Abend, nachdem der Papst den Segen gespendet hat, die Zahlen runter. Und die Katholiken haben alle gesagt, wunderbar, also Gottes Hilfe hat es gebracht. Komischerweise, es gab einen innerkirchlichen Streit mit den deutschen Katholiken, weil in Deutschland gingen nach diesem Segen die Zahlen hoch, nicht runter. Und da gab es einen Streit innerhalb der Katholiken, weil der Bayerische Rundfunk, der diese Sendung übertragen hat, hatte die zwar übertragen, aber den Segen zum Schluss nicht mehr. Und deswegen haben alle gesagt, das ist auch kein Wunder. Also wenn der Segen nicht übertragen wird, dann kann das ja nicht funktionieren. Also gehen die Zahlen auch hoch. Also ich wusste auch nicht, dass der liebe Gott sich ans Fernsehprogramm zu halten scheint. Allerdings dieser Carlo Maria Vigano, das scheint ja so ein katholischer Aluhutträger zu sein. Denn der glaubt ja, dass das alles nur der Machtübernahme durch finstere Kräfte dient, was jetzt auch im Rahmen der Krise gemacht wird. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, was mich daran so erschüttert hat, also dass es ein paar Verrückte gibt, daran haben wir uns ja alle gewohnt in dieser Zeit. Klar gibt es Leute, die aus allen möglichen Gründen glauben, was der Grund dieser Pandemie ist. Aber dass ein so hoher Kirchenmann, also der war Nunzius in Washington, das ist die wichtigste diplomatische Vertretung, die der Vatikan überhaupt hat, einen solchen Schwachsinn schreiben kann und dann, das finde ich ja noch schlimmer, einer der größten Intellektuellen, den die katholische Kirche hatte, der Chef der Glaubenskongregation, der Kardinal Müller aus Regensburg, das unterschreibt und sagt, dieser völlige Blödsinn, dass irgendwelche dunklen Kräfte diese Pandemie herbeigequatscht hätten, also dass der das auch noch richtig findet, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich bei den vielen, vielen Kritikern der deutschen Kirche, dass ein Aufschrei innerhalb der deutschen katholischen Kirche gegeben, die gesagt haben, also wie kann Müller einen solchen Blödsinn unterschreiben, wie kann Vigano einen solchen Schwachsinn formulieren? Also da war der Gott sei Dank war da der Widerstand enorm. Apropos Zweifel, wenn Sie sagen, die Welt wendet sich immer weiter von der Kirche ab und gleichzeitig begehen die Männer Gottes Verfehlungen und Verbrechen am laufenden Band und beschleunigen so den Untergang der Institution. Meinen Sie dann wirklich, dass Sie nächstes Mal noch mit dem Flieger mit dem Papst mitfliegen würden? Also mein Vorteil zurzeit ist auch gleichzeitig mein Nachteil. Ich bin relativ alt, also wir sind ja beide nicht mehr die Jüngsten und ich mache das jetzt seit 87. Und viele Kirchenmänner, die jetzt an sehr wichtigen Positionen im Vatikan sitzen, mit denen habe ich Fußball gespielt und die waren bei der Taufe meines Sohns dabei oder die haben bei mir am Küchentisch gefeiert. Also ich kenne die schon alle sehr lange und die kennen meine Meinung. Und zur Zeit, da ich auf der Seite von Franziskus war und immer schon gewesen bin, als er noch nicht gewählt wurde, als ich immer gesagt habe, also da muss ich was ändern in der Kirche, da habe ich jetzt gerade eher
eine sehr gute Zeit. Also es gibt auch viele Leute, die finden mich im Vatikan ganz furchtbar und werfen mir das auch vor. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, der Ton ist sehr viel härter geworden, auch gegenüber, was mich selber angeht. Also ich habe nie wie nach diesem Buch solche Beschimpfungsorgien erlebt. Also Leute, die sagen, sie sind ein Verfolger der Christen, sie sind der Antichrist, also, oder auch Drohungen. Ich habe also, wie gesagt, ich habe gespürt, dass dieser Papst auch die deutschen Katholiken, auch die Leser meiner Bücher wirklich gespalten hat. Also ich habe das ganz deutlich gemerkt. Leute, die mir wohlgesonnen waren, die mir geschrieben haben und gesagt haben, ich habe deine Bücher gerne gelesen. Das, was du jetzt geschrieben hast, das geht gar nicht, dass dieser Kommunist, dieser Antichrist, dass du den auch noch beweihräucherst. Oder das hat mich auch echt erschreckt. Viele Zuschriften von Katholiken bekommen, die sich über ein Kapitel in meinem Buch aufregen, in dem es um Immigranten geht, also Migranten, die also sagen, also dass dieser Papst dieses muslimische Gesocks hier aufnehmen will und sich um die kümmert, das sei also eine Unverschämtheit. Und was ich da schriebe, dass ich würde schon noch sehen, was ich davon habe. Also da war, das hat mich wirklich überrascht, dass es auch so viel Fremdenhass innerhalb der katholischen Kirche gibt. Das war wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, da lief es mir wirklich eiskalt den Rücken runter. Sie stellen ja wahrscheinlich auch die alles entscheidende Sinnfrage. Wenn Sie sagen, Gott vergibt immer, warum brauchen wir dann noch eine Kirche? Da hat man ja auch seitens der Kirche gar nicht so eine einfache Antwort drauf. Ja, genau, das ist ja, das ist einer der Gründe, weshalb die Kirchenmänner ihn so hassen. Weil er sagt, Gott vergibt immer. Und dann sagen die Pfarrer, wieso, das ist doch totaler Blödsinn. Wer sich nicht an die Regeln hält, wer nicht zur Beichte geht, wer nicht zu den Sakramenten geht, dem vergibt Gott überhaupt nichts. Also das geht so nicht. Du kannst nicht sagen, Gott vergibt immer. Das macht unser ganzes Modell kaputt. Und das ist natürlich ein riesen Streit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne viele Pfarrer, die im Vatikan, mit denen ich auch befreundet bin, und ich verstehe deren Entsetzen über diesen Papst. Ich verstehe das. Ich bin anderer Meinung. Aber ich kann das verstehen, dass sie sagen, wozu braucht es uns eigentlich noch? Und vor allem, ich kenne viele Experten, also Kirchenrechtsleute, Leute, die Altaramäisch gelehrt haben, komplizierte Sprachen, also die jahrzehntelang an Universitäten gelehrt haben, die müssen jetzt ein Jahr zumindest in Kindergärten, in Altenheime an die Front. Und die sind über diesen Papst total empört. Die sagen, also ich habe an Hochschulen gelehrt, ich habe Bücher geschrieben, ich hatte eine wunderschöne Wohnung, ein großes Auto, zwei Haushälterinnen, die sich um mich gekümmert haben. Und ich soll jetzt in einem Altenheim irgendwelche Kinder füttern. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was bildet sich dieser Papst ein? Und da ist der Widerstand ganz besonders groß. Haben Sie eigentlich heute schon gebetet? Fällt mir gerade ein, denn ich habe an einer Stelle in Ihrem Buch gelesen, ich saß da in der Kirche und hatte noch ein bisschen Zeit, da habe ich mal ein bisschen gebetet. Haben Sie heute schon gebetet? Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden. Können Sie die nochmal stellen? Ja, ich habe an einer Stelle in einem Buch gelesen, da waren Sie in der Kirche und hatten noch ein bisschen Zeit, sich mit einem Gesprächspartner zu treffen. Haben gesagt, ich habe erstmal noch ein bisschen gebetet. Haben Sie heute schon gebetet? Ich habe heute schon gebetet, ja. Ich bete eigentlich erstens gerne und relativ häufig. Also ich bin jetzt ganz sicher kein Vorzeigekatholik. Also bitte, das bin ich sicher nicht. Ich habe also Unmengen Fehler und glaube auch nicht, dass ich in den Himmel komme. Aber ich wollte Ihnen sagen, also ich finde so dieses Gespräch mit Gott angenehm. Und sind da ganz sicher, dass Gott Ihnen gegen den Willen des Vatikan für dieses Buch vergeben wird? Ich weiß es nicht, ob er mir dafür vergeben wird, aber ich glaube, dass es nötig war, dass man darüber schreibt, welchem Trommelfeuer dieser Papst ausgesetzt ist und was zurzeit innerhalb der Kirche wirklich los ist. Andreas Englisch, ich danke Ihnen für die Zeit. Ich danke Ihnen auch. Ich würde mich freuen, wir haben es ja schon ein paar Mal Anlauf genommen, dass wenn eine Leserreise oder sonst wie Richtung Iserlohn und Umgebung führt, dass wir uns mal wieder treffen. Wunderbar, also allzu gern. Mach ich gerne. Hasta la próxima, also Spanisch. Ja, macht's gut, Jungs. Alles Gute aus dem Vatikan. Tschüss. Tschüss.